Artikelnummer SCP-055. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Das Objekt wird in einem 5x5x2,5 Meter großen Raum aufbewahrt, dessen Wände aus 50 cm dicken Zement gemacht sind. Um den Raum befindet sich ein faradayscher Käfig. Der Zugang erfolgt über ein schweres Sicherheitstor mit den Maßen von 2x2,5 Metern. Durch den Einbau von Rolllagern wird das automatische Schließen und Verriegeln des Tores gewährleistet, im Fall, dass das Tor nicht bewusst offen gehalten wird. Es darf kein Sicherheitspersonal außerhalb von SCP-055's Verwahreinheit stationiert werden. Solange es in einem vernünftigen Maße durchführbar ist, haben sich alle Mitarbeiter, welche andere SCP-Objekte in der Umgebung studieren oder pflegen, mindestens 50 Meter vom geometrischen Zentrum des Raumes entfernt aufzuhalten. Beschreibung: SCP-055 ist ein selbstbewahrendes Geheimnis oder Antimem. Informationen über SCP-055s Erscheinungsbild, Beschaffenheit, Verhalten oder Herkunft sind selbstklassifizierend. Zur Klarstellung: Es ist unbekannt, wie Standort 19 ursprünglich in den Besitz von SCP-055 gekommen ist. Es ist unbekannt, wann oder durch wen SCP-055 erhalten wurde. Das Aussehen von SCP-055 ist unbekannt. Es ist jedoch nicht unbeschreibbar oder unsichtbar. Subjekte sind ohne Probleme in der Lage, SCP-055s Verwahrungseinheit zu betreten, es zu beobachten und Notizen, Skizzen, Fotografien und sogar Audio- und Videoaufnahmen anzufertigen. Ein umfangreicher Bericht solcher Beobachtungen ist archiviert. Jedoch verflüchtigt sich jede Information über SCP-055s Aussehen schnell aus dem menschlichen Verstand nach solch einer Beobachtung. Individuen, die SCP-055 im Anschluss beschreiben sollen, weisen Konzentrationsprobleme auf und verlieren schnell die Lust an der Aufgabe. Personen, welche die Kopie einer Fotografie von SCP-055 abzeichnen sollen, sind nicht in der Lage, sich daran zu erinnern, wie das Foto aussieht. Dies trifft auch auf die Forscher zu, welche diesen Versuch überwachen. Sicherheitspersonal, welches SCP-055 über die Videoüberwachungsanlage beobachtet, weist nach einer kompletten Schicht Erschöpfungserscheinungen auf und hat faktisch keinerlei Erinnerungen an die vorhergehenden Stunden. Es ist unbekannt, wer den Bau von SCP-055 Verwahrungseinheit in Auftrag gegeben hat, warum die Einheit so gebaut wurde und was die Zielsetzung der beschriebenen Verwahrungsmaßnahmen ist. Obwohl es problemlosen Zugang zu SCP-055s Einheit gibt, verneint das komplette Personal von Standort 19 Wissen über die Existenz von SCP-055. Alle hier aufgeführten Fakten werden in periodischen Abständen wiederentdeckt. Dies geschieht normalerweise durch das zufällige Lesen dieser Datei und hat eine große Aufregung zur Folge. Dieser besorgte Zustand hält maximal einige Minuten an, bevor die Angelegenheit einfach vergessen wird. Es existiert eine große Fülle an wissenschaftlichen Daten bezüglich SCP-055. Diese können allerdings nicht studiert werden. Es gab mindestens einen Versuch, SCP-055 zu zerstören, beziehungsweise es von seiner Verwahrung in Standort 19 an einen anderen Standort zu verlegen. Aus unbekannten Gründen sind diese Unterfangen fehlgeschlagen. SCP-055 könnte eine reale Bedrohung darstellen und bereits hunderte Mitarbeiter getötet haben und wir würden es nicht wissen. In jedem Fall stellt es eine gigantische, mimetische bzw. mentale Bedrohung dar, was seine Keter-Klassifikation rechtfertigt. Dokument 055-1. Eine Analyse von SCP-055. Der Autor vertritt die Hypothese, dass SCP-055 nie offiziell von beschafft wurde. Vielmehr handelt es sich um einen autonom agierenden oder fremdgesteuerten Agenten, welcher in Standort 19 durch eine nicht identifizierbare dritte Partei eingeschleust wurde, um eine der folgenden Aufgaben zu erfüllen: im Geheimen die Aktivitäten im Standort 19 zu beobachten oder zu interferieren. Im Geheimen die Aktivitäten in anderen SCP-Standorten zu beobachten oder zu interferieren. Im Geheimen die Aktivitäten der Menschheit weltweit zu beobachten oder zu interferieren. Im Geheimen andere SCP-Objekte zu beobachten oder zu interferieren. Im Geheimen zu beobachten oder zu interferieren. Es gibt keinen Vorschlag, wie man gegen diese potenziellen Bedrohungen vorgehen sollte, noch wäre dies möglich. Anhang A. Hey, wenn dieses Ding wirklich ein Antimem ist, warum vergessen wir den Fakt, dass es ein Antimem ist, dann nicht? Wir müssen hier irgendwo falsch liegen. Warte mal. Was wäre, wenn wir anfangen zu dokumentieren, was es nicht ist? Würden wir uns daran erinnern?
Bartholomew Yu, NSA. In Dokument 0552, Dr. John Maracheks Bericht. Forschungsteam Hashtag 19055127BXE war erfolgreich darin, SCP-055s Verwahreinheit zu betreten und das Aussehen des Artikels und bis zu einem gewissen Grad dessen Eigenschaften zu ermitteln. Es wurden in Übereinstimmung zu den Projektvorgaben, siehe Notizen angefertigt. Anschließend wurde die Verwahreinheit wieder verschlossen. Im Folgenden findet sich ein Auszug des Transkripts der Mitarbeiternachbesprechung. Okay, ich werde jetzt einige Fragen über Nummer 55 stellen. Nummer was? SCP-Artikel 55. Das Objekt, welches Sie gerade untersucht haben. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich glaube, wir haben nicht mal eine 55. Okay, in dem Fall. Ich möchte gerne wissen, was Sie die letzten 2 Stunden gemacht haben. Was? Ich weiß nicht. Okay, in dem Fall. Erinnern Sie sich, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass es nicht sphärisch ist? Das war's nicht. Oh, richtig, richtig. Es ist nicht im geringsten rund. Artikel 55 ist nicht rund. Nun, Sie erinnern sich? Nein. Ich meine, ich weiß nicht, was es ist. Aber ich weiß, dass es existiert. Es ist etwas, an das man sich nicht erinnern kann. Und es ist keine Kugel. Moment mal, was ist keine Kugel? Artikel 55. Artikel was? Doktor, erinnern Sie sich daran, sich darauf geeinigt zu haben, dass etwas nicht sphärisch ist? Oh, ja, richtig. Es hat den Anschein, dass es möglich ist, sich daran zu erinnern, was SCP-055 nicht ist. Tatsachenverneinung. Und durch diese Erinnerung wiederholt auf seine Existenz zu schließen. Mitarbeiter, die in der Untersuchung Hashtag 19055127BXE teilgenommen haben, berichten von moderaten Graden von Desorientierung und psychologischem Trauma, ausgelöst durch das wiederholte Erinnern und Vergessen von SCP-055. Allerdings konnten keine verhaltenstechnischen oder gesundheitlichen Langzeitfolgen beobachtet werden. Psychologische Begutachtungen des Forschungspersonals zeigen einen konsistenten Trend, dass der Stress mit der Zeit abnimmt. Empfehlungen. Es könnte sich als nützlich erweisen, in jedem wichtigen Standort einen Mitarbeiter zu beschäftigen, welcher in der Lage ist, sich an die Existenz von SCP-055 zu erinnern.